Willkommen zurück zum Let's Play Runaway. Und ja, wir sind wieder hier im Lager. Oh, ich musste vorher die ganze Zeit husten. Ist immer noch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen was übersehen. Ich bin mir noch nicht sicher. Jedenfalls wollte ich mich noch hier genauer umsehen. Man kann leider nicht den Sound leiser stellen und die Stimmen dafür höher. Das geht leider nicht. Aber nein, mein Güte, es sind ja Untertitel da. Die sind ja eigentlich auch ganz gut lesbar. Auch für euch müssten die eigentlich ganz gut lesbar sein. Was ihr wahrscheinlich nicht seht, ist, dass man eigentlich hat das Bild oben und unten einen schwarzen Rand. Es kann aber sein, dass die Fraps-Zahl die ganze Zeit oben zu sehen ist, sodass ich die wegmache und dann sieht man wahrscheinlich nicht, wie ich ins Inventar reinkomme. Das ist nämlich oben zu sehen, genauso wie die Option. Ja, dann gucke ich mich nochmal genauer um hier. Die Ihr Kartons hatten wir ja. beinhaltet einige Aktenordner und Formulare. Ein- und Ausgang von Medikamenten aus den Jahren 94 bis 98. Ich habe kein Interesse an den Aktenordnern. Okay, hätte ja sein können. Er ist voll mit Aktenordnern. Viel zu schwer. Er ist voll mit Akten. Aber ich kann Akten. Ah! Bedrahte Blatt Papier. Ein Krankenblatt, wie sie vorne an Krankenbetten hängen. Nehmen wir doch direkt Es eins ist mit. unbeschrieben. Ich glaube langsam, ich weiß, was wir machen müssen. Ich habe das mal ein bisschen überlegt. Weil jetzt mit dem Krankenblatt. Weil das Bett daneben war ja auch. Also war ohne Krankenblatt. Und dann haben wir den Kopf und. Ich weiß noch nicht genau. Die Schubladen sind abgeschlossen. Also genau, die Schubladen waren hier ja abgeschlossen. Das konnten wir leider auch nicht mitnehmen. Haben wir hier irgendwas noch? Ne, das waren ja Sie die enthalten allerlei Arzneikartons medizinisches eher. Material. Ich kann überhaupt nichts davon gebrauchen. Genau, wir konnten davon ja nichts mitnehmen. Hier am Rand ist nichts. Ist hier vielleicht irgendwas? Oh, Spritzenkarton. Hatten wir den angeguckt? Ein Karton mit Spritzen. Ich werde eine nehmen. Ich weiß zwar nicht, wofür wir Die die Spritze brauchen. ist leer. Aber. Ach so, ich habe jedes Mal den Arzneikarton und Spritzenkarton ist. Ach, ich muss mich echt genau umgucken hier. Generell im gesamten Spiel. Aber ich glaube, jetzt haben wir definitiv alles. Und die Heizung hatten wir, das weiß ich. Ist dann nur das Fenster. Ja. Schöne Nacht, um sich kopfüber in Probleme zu stürzen. Ja, so muss das sein. Gut, ach so, Inventar ist ja hier rüber. Dann nehmen wir mal das Krankenblatt. Ich weiß noch nicht. Ah, okay. Können wir das da Wir rein? versuchen es später nochmal. Da? Ah, nee, warte mal. Nee, 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 nee. Dann schreibst du erst was drauf. Wir haben ja den Filzstift. Verflixt. Der Stift ist völlig ausgetrocknet. Der schreibt nicht mehr. Der Dann. Stift ist zu schmal. Ich bräuchte etwas, mit dem ich den Alkohol hineingeben kann. Dann mit der Spritze? Vielleicht deswegen brauchen wir die Spritze Ich ziehe sie wahrscheinlich. mit Alkohol auf. Gut so. Das war ein kleiner Vitaminstoß für den Filzstift. Okay, dann schreiben wir jetzt drauf. Ich finde das so lustig, dass er da Wunderbar. verschwindet. Es ist nicht von einem echten Krankenblatt zu unterscheiden. Okay, gut. Dann gehen wir mal raus und legen das dorthin. Gut. So wird niemand wissen, dass Gina in diesem Bett schläft. Mal davon abgesehen, dass sie die eigentlich gesehen haben, aber ist ja irrelevant. Ich glaube nicht, dass es eine so gute Idee ist, solange das Bett leer ist. Okay, dann legen wir was rein. Dann legen wir den da rein. Ich weiß nicht. Kann man den da reinlegen? Ich fürchte, so merkt man, dass es kein Mensch ist. Okay. Haben wir noch was in der Tasche? In Ordnung. Schauen wir mal. Der durchsucht einfach die Taschen, das ist faszinierend. Oh, da war noch eine blonde Perücke Prima. drin. Die Perücke kommt wie gerufen. Ist da noch was drin? In Ordnung. Schauen wir mal. Was können wir noch rausholen? Ah, hier ist das Kruzifix, das Gina von ihrem Vater bekommen hat. In Ordnung. Schauen wir mal. Und ist da noch was drin? Hier ist alles Mögliche drin.
aber nichts, was im Moment von Interesse wäre. Okay, wir haben also gelernt, schon den letzten Part rechte Maustaste können wir auch benutzen, können wir zwischen untersuchen und nehmen wechseln. Und wir sollten die Dinge ganz gründlich durchgucken und bestimmte Dinge auch mehrmals. Können wir das kombinieren? Okay, das können wir Perfekt. wirklich kombinieren. Jetzt ist die Klappe am Kopf des anatomischen Modells nicht mehr zu sehen. Können wir die jetzt dorthin legen? Mit den Kissen könnte man einen Körper vortäuschen. Den Kopf mit der Perücke hierhin, die Decke darüber und alles gut zudecken. Ich könnte es wie eine schlafende Frau herrichten. Dann tu das. Das könnte funktionieren. Und jetzt das Krankenblatt von Gina dran. Perfekt. Jetzt wird jeder glauben, dass Gina im Bett liegt. Mal davon abgesehen, dass die ja gar nicht gesehen haben, ne? Was machen wir jetzt noch mit den anderen Sachen, die wir so haben? Das bringt nichts. Das halte ich für keine gute Idee. Das bringt nichts. Das halte ich für keine gute Idee. Doch, ich halte das für eine sehr ausgezeichnete Das Idee. halte ich. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Du kannst die Dinge aber auch kompliziert machen. Sie schläft ruhig. Was mache ich denn jetzt? Wasserhähne habe ich ja nicht gefunden, ne? Oh. Das ist es nicht. Es muss das andere sein. Na also, sag auf Wiedersehen, kleines Miststück. Hey! Gina! Hey, hey, hey! Gott sei Dank. Sie schläft nur. Diese verdammte Beruhigungspille muss ein Schlafmittel für Elefanten sein. Okay. Das Wichtigste ist, dass der Trick funktioniert hat und sie auf die Puppe im anderen Bett geschossen haben. Das heißt, alles, was Gina mir erzählt hat, ist wahr. Sie wollen sie wirklich umbringen. Es waren also keine Hirngespinste. Also, Brian, erstmal beruhigen. Die Killer glauben jetzt, dass sie tot ist. Damit gewinnen wir ein bisschen Zeit. Aber ich darf keine Sekunde verlieren. Ich muss Gina wecken. Wir müssen hier sofort verschwinden, bevor man entdeckt, dass sie noch lebt. Und wie wecken wir sie? Wir benutzen das einfach. Davon halte ich nichts. Och Mann, nicht direkt ins Gesicht sprühen und so. Okay, wir müssen sie wecken. Wie wecken wir sie? Wir brauchen Becher mit kaltem Wasser. Weiß ich nicht. Vergesse jedes Mal, wo das Menü ist. So etwas ungewohnt für mich. Der Becher ist eingerissen. Ich glaube nicht, dass er lange Wasser halten kann. Nee, der soll ja auch nicht lange Wasser halten. Der soll ja direkt hier gleich wieder ausgeschüttet werden. Viel zu spät. Im Becher ist kein einziger Tropfen mehr. Verarschen? Das bringt nichts. Verarschen? Oh Mann. Was machen wir jetzt mit dem Becher? Können wir das irgendwie Nein, ich bin doch kein kombinieren? Feuerteufel. Nein, ich bin doch kein Feuerteufel. Nein, ich bin doch kein Das bringt Feuerteufel. nichts. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Doch, doch, das geht alles. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das hätte wenig Sinn. Das wird nicht gehen. Weil so lange habe ich da nun auch nicht gebraucht. Das können die mir nicht weismachen. Der Becher ist. Lauf einfach schneller. Viel zu spät. Im Becher ist kein einziger Tropfen mehr. Klar, so schnell geht das ja auch leer. Natürlich.
Ich glaube nicht. Ich kann zurzeit keinem trauen. Brauch sowas wie ein Klebeband, Panzertape oder so. Dieser Big Apple auf... Geht nicht. Er ist abgeschlossen. Warum ist er bloß abgeschlossen? Nein, wozu soll ich das denn benutzen? Unmöglich, es herauszureißen. Es ist fest in der Wand verankert. Ist vielleicht wieder was in der Tasche drin, ne? In Ordnung. Schauen wir mal. Ah, hier ist das Kruzifix. Okay, nur das Kruzifix, das wir aber nicht benutzen können. Das hätte wenig Sinn. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das hätte wenig Sinn. Das hat alles Sinn. Das bringt nichts. Versuch's mit. Das bringt nichts. Ja, das war ja klar. Echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ein Glück. Der verdammte Killer hat nicht bemerkt, dass es nicht Gina war. So ist es besser. Ich fasse lieber nichts an. Okay, dann fass nichts an. Sie ist an die Zentralheizung angeschlossen. Ja, okay. Bla 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 bla. Dann hört es sich für mich an. Wir brauchen ja irgendwie was. Besser, wir schauen nicht runter. Um den Becher wieder heil zu machen. Aber was? Aber hier war ja auch nichts mehr. Irgendwas übersehe ich wieder, ne? Fragt sich nur, was. Was übersehe ich? Da oben war doch auch ein irgendwas. Sprinkler, falls es mal brennt. Es gibt noch keinen Grund dafür, den Sprinkler auszulösen. Natürlich. Davon würde ich nur nass bis auf die Knochen werden. Natürlich, sie würde dadurch wahrscheinlich wach werden. Fängt doch alles ganz gut an. Ich stehe total auf dem Schlauch. Wie sollte es auch anders sein? Ich glaube, dass sie sicher sein wird, wenn ihr Krankenblatt dort hängt. Ja, schön. Das freut mich. Das heißt doch nur, dass ich... Ja. Ich unterbreche jetzt gerade alles, weil ich gerade ein bisschen genervt bin. Ich habe doch alles angeguckt. Mit allem interagiert, was es so gab. Ich versuche das jetzt nochmal. Der Becher ist einge... Das bringt nichts. Das bringt nichts. Da ist Verstaubecher voller Wasser. Das hätte wenig Sinn. Das hat alles Sinn. Ich weiß nicht. Das funktioniert nicht. Kommt nicht in Frage. Warum nicht? Schütt es doch einfach Nein, aus. Nein, lieber nicht. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Weil ich verzweifelt bin. Das ersetzt den Hahn auch nicht. Das bringt nichts. Ungern. Vielleicht brauche ich das noch. Da ist der Becher voll, weißt du? Davon halte ich nichts. Das wäre unklug. Stundenlang und es passiert nichts. Das bringt nichts. Das hätte wenig Sinn. Ich weiß nicht. Nein. Ich bin doch kein Feuerteufel. Das bringt nichts. Es würde schon was bringen, aber du versuchst es ja nicht mal.
Ja, und kaum, dass ich dann rausgehe, ist der Behälter quasi leer. Der Becher. Da. So eine Verarsche ist das. Was habe ich übersehen? Was? Da ist er nur beobachtet Gina. Beobachtet Gina. Das kann ja wohl nicht sein. Ich muss sie wach bekommen, damit wir so schnell wie möglich von hier verschwinden können. Ja, und wie? Wie kriegst du die wach? Ich versuche jetzt hier alles... Das wäre unklug. Alles Nein, durchzuklicken. Das hätte wenig Sinn. Das hätte wenig Sinn. Kommt nicht in Frage. Nee. Das halte ich für keine gute Idee. Ja, komm. Was haben wir nicht benutzt? Den Becher können wir nicht benutzen. Da geht das Wasser fast direkt raus. Das haben wir noch nicht benutzt. Das haben wir nur durchgelesen. Mal sehen, was hier über Ginas Schlafmittel Somnilon steht. Was? Warum liest ihr das plötzlich? Es ist sehr stark und wirkt praktisch sofort. Der Patient schläft über Stunden und kann nur durch eine kalte Dusche geweckt werden. Ich trage Gina lieber nicht zur Dusche. Nein, warum sollte ich? Ja, gut. Dann hat sich das bestätigt, dass wir kaltes Wasser brauchen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch die Streichhölzer für die Sprinkler, aber das will er ja nicht machen. Warte mal, ich nehme die nochmal. Nein, geh in Richtung. La, wo ist das? Da. Er ist viel zu hoch. Ich komme mit dem Streichholz nicht nah genug heran. Brauchen wir vielleicht... Das da? Wo ist es? Wo ist es da? Gute Idee. Ich kann es als Flammenwerfer benutzen und den Sprinkler auslösen. Das Wasser wird Gina sicher wecken. Gut, los geht's. Vorsicht, Brian. Nicht, dass du dir die Finger verbrennst. Minimal verarscht fühle ich mich so. Ganz, ganz nebenbei, ne? Ja! Ich verbrenne! Scheiße! Endlich wachst du auf! Schnell, wir müssen uns beeilen! Aber... Was ist passiert? Dieses Wasser, der Rauch, das Feuer! Ich erkläre es dir später. Ich nehme deine Sachen und du ziehst dich im Auto um. Komm, wir müssen zum Parkplatz. Auf mich. Hey, dein Stil gefällt mir. Zuerst versuchst du mich mit deinem Wagen umzubringen und danach rettest du mir das Leben. Machst du sowas öfter? Nein, ich habe nur... Glücklicherweise hast du meine Tasche. Das heißt, wir haben das Kruzifix noch, das mir mein Vater gab. Wir müssen jetzt unbedingt... zur nächsten Polizeistation gehen. Diese Angelegenheit ist mir zu heiß. Die Polizei soll sich ihrer annehmen. Nein, nein, keine Polizei. Bitte. Die Regierung selbst hängt mit drin. Wir können ihr nicht mehr vertrauen. Gina... Diejenigen, die deinen Vater umgebracht haben, sind ja jetzt auf der Spur. Wenn wir zur Polizei gehen, werden die sich darum kümmern. Und ich sage dir, nein. Die Sache kann große Kreise ziehen und der Polizei kann man nicht trauen. Wir müssen herausfinden, was es mit dem Kruzifix auf sich hat. Hör mal, das alles scheint mir total verrückt. Es ist dein Problem, wenn du nicht zur Polizei gehen möchtest, aber ich möchte nichts davon wissen. Ich fahre nach Kalifornien, denn in Berkeley wartet man auf mich und... Ich kann es nicht glauben. Zuerst fährst du mich an und jetzt willst du mich im Stich lassen. Und ich, naives Ding, hab geglaubt, dass... Aber... Mach dir nichts draus. Was interessiert es dich, dass sie meinen Vater umgebracht haben und jetzt mich umbringen wollen? Was interessieren dich meine Familienangelegenheiten? Schon gut, schon gut. Weißt du, was wir machen werden? Ein Freund von mir ist Anthropologe. Er arbeitet im Museum für Anthropologie und Naturgeschichte in Chicago. Es liegt fast auf meinem Weg. Ich werde dich dorthin bringen. Wir werden versuchen, dort etwas über das Kruzifix herauszufinden. Einverstanden? Ich wusste, dass ich mit dir rechnen kann. Du bist ein Schatz. Fahr los, wir dürfen keine Minute verlieren. Sag mal, weißt du, wo meine blonde Perücke geblieben ist? Sie war in meiner Tasche und ich finde sie nicht.